Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch das Grundrezept für meinen Schokoladen-Biskuitboden. Der ist einfach super schön hoch und flaumig und backt einfach wunderbar. Und alle Tipps und Tricks für das Gelingen dieses fantastischen Biskuits zeige ich euch in diesem Video. Falls ihr das Grundrezept für einen hellen Biskuitboden sucht, da habe ich das Grundrezept hier oben auch schon verfilmt und das könnt ihr euch auch gerne anschauen. Jetzt zeige ich euch die Zutaten für den leckeren Schokoladen-Biskuit. An Zutaten benötigt ihr 6 Eier Größe M, 2 Päckchen Vanillezucker, ich habe da meinen selbstgemachten, 225 Gramm Zucker, 140 Gramm Mehl, 45 Gramm Speisestärke, 40 Gramm Backkakao, einen Teelöffel Backpulver und eine Prise Salz. Das erste, was ihr tun müsst, ist euren Ofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze oder 150 Grad Umluft vorheizen. Ganz, ganz wichtig, denn wenn ihr jetzt den Biskuit zubereitet und ihr habt den Ofen noch nicht vorgeheizt, wenn er dann fertig ist, dann muss der Biskuit zu lang stehen und das tut ihm nicht so gut, dann fällt er so schon wieder in sich zusammen. Und also ganz, ganz wichtig, der Ofen muss vorgeheizt sein, wenn der Biskuit, wenn die Biskuitmasse fertig ist. Dann gibt es noch einige wichtige Gegenstände, die ihr benötigt, um das Rezept herzustellen. Und zwar ein Sieb, damit ihr einfach das Mehl und die Speisestärke und den Kakao sieben könnt. Einen Spatel zum Unterheben dann später. Ihr benötigt ein Schneidewerkzeug, wenn ihr den Boden nachher schneiden wollt. Und ihr benötigt natürlich eine Springform oder eine Backform. Aber ich finde eine Springform am einfachsten. Da kann man einfach hier den Rand öffnen. Und hier unten habe ich jetzt das Backpapier einfach eingespannt und dann außenrum abgeschnitten. Ganz wichtig ist, dass alle eure Zutaten Zimmertemperatur haben, besonders die Eier, denn sie lassen sich dann einfach viel, viel besser aufschlagen. Also am besten alles eine Stunde vor dem Backbeginn rausholen und einfach akklimatisieren lassen. Und das allererste, was wir jetzt zusammen tun werden, ist die Eier trennen und das Eiweiß zusammen mit dem Zucker und dem Vanillinzucker schaumig schlagen. Wichtig beim Trennen der Eier ist einfach, dass ihr euch kein bisschen Eigelb in die Rührschüssel gerät. Da muss man echt ein bisschen aufpassen. Ich habe jetzt hier eine Schale zerstört. Dann nimmt man sich einfach die nächste, wenn sowas passieren sollte. Schüttet es um und schaut halt, dass wirklich kein Eigelb dazu gerät. Das passiert auch dann ganz gerne, wenn die Eier zu alt sind. Also ganz frische Eier immer nur verwenden. Dann halten die auch besser zusammen. Prise Salz hinzugeben, ganz wichtig, dann schlagen die Eier besser steif und die Eier jetzt einfach steif schlagen und dann nach einer Weile, wenn schon ein bisschen steif ist, den Zucker und den Vanillezucker hinzurieseln lassen. Wenn euer Eiweiß schön steif geschlagen ist, es muss nicht ganz steif sein, aber so, es sollte schon Stand haben, dann könnt ihr die Maschine auf mittlerer Geschwindigkeit weiterlaufen lassen und währenddessen den Zucker und Vanillezucker einrieseln lassen, bis die Masse dann glänzt. Ihr könnt dann, wenn er komplett eingerieselt ist, die Maschine hochstellen auf höchste Geschwindigkeit und dann einfach noch so 2 Minuten weiterschlagen. Dann sollte die Masse richtig steif sein. Das nennt man eine Meringue. Und die ist ganz wichtig, damit euer Biskuitboden gut gelingt, gut Stand hat und schön flauschig und flaumig und hoch wird. Und solltet ihr keine Küchenmaschine haben, dann könnt ihr das Ganze auch mit dem Handrührgerät machen. Allerdings dauert es dann so, ja, ich sag mal 10 Minuten ungefähr. Der nächste Schritt, den wir jetzt tun müssen, ist unsere Eigelbe, die wir ja getrennt haben von den Eiweißen, nach und nach hinzugeben. Das heißt, wir lassen die Maschine auf niedriger Geschwindigkeit laufen und dann einfach eins nach dem anderen hinzugeben, bis alles schön verrührt ist. Also auf keinen Fall hohe Geschwindigkeit, sondern niedrige Geschwindigkeit einstellen, damit euch jetzt nicht der schöne Flausch dann verloren geht. Und jetzt könnt ihr das einfach auf niedriger Geschwindigkeit laufen lassen, die Maschine, so etwa auf 2 oder 3 und dann die Eier hinzugeben währenddessen. Und dann gleich auch wieder ausstellen. Das muss jetzt nicht lang gerührt werden, es soll einfach nur verrührt werden. Jetzt habt ihr euch die Grundlage für euren leckeren Schokoladenbiskuit geschaffen. Und das, was jetzt noch fehlt, ist einfach das Darübersieben von Kakaopulver, Stärke und Mehl und ein bisschen Backpulver. Und dann könnt ihr das Ganze unterheben, und zwar möglichst kurz, damit die Luft, die ihr jetzt reingeschlagen habt, nicht wieder rausgeht, damit das Ganze schön luftig bleibt. Und dann kann es auch sofort schon in die Form gefüllt werden und gebacken werden. Jetzt gebt ihr euch einfach das Mehl und die Stärke und das Kakaopulver und das kleine bisschen Backpulver in euer Sieb
und sieb das Ganze gerade drüber. Kann man die Schüssel auch noch ein bisschen drehen, damit einfach überall gleichmäßig dann was ist. Und ihr seht, hier sind noch ein paar Klümpchen übrig und die wollen wir auch nicht mit drin haben. Die lassen wir dann weg. Und jetzt könnt ihr das Ganze einfach mit dem Spatel unterheben und zwar von außen nach innen laufend. Und ganz sanft einfach. Dabei könnt ihr die Schüssel so ein bisschen drehen auch, wenn es euch angenehmer ist. Und immer von außen nach innen. Einmal umschlagen sozusagen mit dem Spatel, bis dann alles miteinander vermischt ist. Und wirklich nur so lange rühren, bis wirklich alle Mehlnester und alle Kakaonester verrührt sind. Und wenn ihr seht, dass es eine schöne, glatte und glänzende Masse geworden ist, dann einfach sofort aufhören und dann kann die Masse auch schon gebacken werden. Ja, und jetzt könnt ihr euch die Masse einfach in eure Form geben. Sollte da noch was zu sehen sein, einfach gerade noch mit verrühren. Also von dem Mehl oder irgendwas Kakao einfach gerade noch mit reinrühren, während man es gießt. Manchmal übersieht man etwas. So, und ihr seht, wie schön dick das immer noch ist, obwohl das ganze andere schon mit drin ist. Also es hat einen super Stand. Und ihr seht, ich habe auch den Rand extra nicht gefettet. Das habe ich deswegen nicht gemacht, weil dann die Masse besser am Rand einfach hochsteigen kann. Ansonsten, wenn man hier fetten würde, würde die Masse abrutschen und so hat sie einfach guten Halt und kann hochkrabbeln. Und das Ganze kann man jetzt auch noch so ein bisschen hin und her schütteln, damit sich das Ganze schön verteilt. Ja, und dann kann die Masse auch schon gebacken werden. Der Kuchen ist jetzt fertig und er hat bei mir so ungefähr 30 Minuten im Ofen gebacken, bei etwa 175 Grad. Also da müsst ihr schauen, ihr müsst euren Ofen so ein bisschen einschätzen und auf keinen Fall die Ofentür beim Backen öffnen. Bei Biskuit ist das absolut untersagt, sonst fällt der Biskuit euch nämlich zusammen. Also auf keinen Fall nachgucken, ist er schon fertig, sondern erst nach Ablauf der Backzeit, also nach 25 Minuten könnt ihr schon mal nachgucken. Und wie gesagt, wenn er dann in der Mitte noch nicht fest sein sollte, das merkt ihr auch ganz leicht, wenn ihr einfach so vorsichtig an der Form so ein bisschen rüttelt. Wenn es dann noch sich so hin und her wackelt, dann ist er noch nicht durchgebacken. Und ihr könnt natürlich auch eine Stäbchenprobe machen. Ja, ihr seht, der Boden ist super schön hoch geworden, bis zum Rand der Form gestiegen und ich habe schon die Stäbchenprobe gemacht. Es bleibt nichts mehr dran haften, also ist der Boden fertig. Ihr könnt auch im Ofen einfach so ein bisschen hin und her wackeln und wenn dann in der Mitte sich nichts mehr bewegt, ist er auch fertig. Bitte einfach nicht zwischendurch den Ofen aufmachen, dann fällt euch die Masse zusammen, sondern erst so nach 25 Minuten Backzeit. Und bei mir hat es jetzt so 30 Minuten gedauert, bis der Kuchen fertig war. Ich lasse den Kuchen jetzt hier stehen, 10 Minuten erstmal auf dem Kuchengitter und in der Form, bevor ich dann mit dem Messer hier außenrum schneide. Das hat einfach den Sinn, dass der Kuchen sich ein bisschen festigt, nicht mehr so weich ist und sich einfach besser aus der Form lösen lässt. So, der Kuchen ist jetzt 10 Minuten bei mir abgekühlt in der Form und jetzt kann ich einfach mit einem ganz normalen Messer hier herumgehen, vorsichtig, und hier am Rand entlang schneiden. Achtet darauf, dass ihr wirklich am Rand bleibt und nicht den Kuchen selber dann einschneidet, sonst habt ihr ihn verletzt. So, und dann könnt ihr vorsichtig eure Springform öffnen oder wenn ihr eine Backform habt, da die fest ist, dann könnt ihr ihn jetzt einfach auch stürzen. Und ihr seht, wie schön und perfekt und flauschig dieser Boden aussieht. Ich bin ganz begeistert. Einmal mehr. Ja, und was wir jetzt machen müssen, ist das ganze Ding umdrehen und einfach das Kuchengitter hier oben drauf legen. Und dann stürzt ihr das Ganze. Und jetzt könnt ihr hier oben einfach den Deckel vorsichtig abnehmen und das Backpapier abziehen. Und dann werdet ihr sehen, wie schön das aussieht. Ja, und ihr seht, wie fantastisch und schön der Boden aussieht. Einfach super gleichmäßig gebacken, super fein. Wichtig ist jetzt, den Kuchen vollständig auskühlen zu lassen, damit ihr ihn schneiden könnt. Denn wenn ihr ihn jetzt noch heiß schneiden würdet, würde er euch krümeln, ganz stark. Das heißt, am besten wirklich mehrere Stunden oder gar über Nacht auskühlen lassen. Und damit er nicht austrocknet beim Auskühlen, könnt ihr einfach ein sauberes Küchentuch darüber legen und ihn einfach jetzt so stehen lassen.
Bei mir war jetzt der Biskuitboden eingepackt in Frischhaltefolie über Nacht auf dem Balkon. Es ist ja noch kalt draußen und so kann er am besten abkühlen und ganz sich setzen und sozusagen sich etwas ausruhen und dann ist er bereit zum Schneiden. Also wenn ihr ihn direkt frisch schneidet, wird das etwas krümelig. Das kann man auch machen, wenn man ganz in Hetze ist. Aber ich empfehle euch, ihn einfach wirklich ein paar Stunden oder über Nacht ruhen zu lassen, dann ist das Schneiden total einfach. Ja, ihr seht, ich hatte ihn hier eingepackt und so könnt ihr den Kuchen auch einfrieren. Gar kein Problem, vielleicht noch einen großen Gefrierbeutel drumherum, so einen Ziploc-Beutel. Und ich habe jetzt hier mein Tortenmesser. Das kann man auf verschiedene Höhen verstellen. Hier ist eine Skala mit den Zentimetern drauf. Und das kann man hier anhalten, dann sieht man auch, wie hoch der Boden geworden ist. Nämlich 6 cm. Und jetzt könnt ihr euch denken, wenn man ihn zweimal durchschneiden soll, dann am besten auf 2 und auf 4. Das heißt, ihr stellt euch jetzt einfach das Messer dann hier ein. Hier sind wiederum kleine Zahlen eingestanzt und da kann man das Messer dann einsetzen. Und so hat man einfach eine ganz leichte Zentimeter-Torteneinteilung, muss man nicht groß messen. Und ich schneide mir diesen Boden jetzt zweimal durch, weil ich eine besondere Torte damit backen will. Und ihr könnt natürlich auch dreimal, das würde auch gehen bei der Höhe, kein Problem. Also am besten auf einem festen Untergrund schneiden, sonst rutscht es euch einfach weg. Und erst eine Fahrrinne schneiden, einmal ringsrum. Und dann langsam sich so zur Mitte vorarbeiten und den Boden ganz durchschneiden. Wenn man merkt, dass in der Mitte ein Widerstand ist, einfach nochmal rausgehen und nochmal ansetzen. Nochmal vorsichtig zur Mitte vorgehen und das Gleiche dann eben ringsrum wiederholen. Und so bekommt ihr dann auch einen schönen geraden Boden hin. Und ihr seht, dieser Boden ist einfach absolut perfekt. Er ist wunderschön fluffig, flauschig, er ist elastisch und er schmeckt auch einfach wunderbar nach Schokolade und nach Biskuit. Ja, und ich teile mir jetzt die Torte noch in weitere Böden. Absolut wunderschöne Böden. Ihr seht ja, wie wunderbar dieser Biskuitboden geworden ist. Er duftet einfach super nach Schokolade, er ist super flauschig, er ist super hoch geworden. Man kann ihn oft teilen, so oft wie man braucht. Für eine Sahnetorte, für eine Schwarzwälder, einfach genial geeignet. Ein super tolles Grundrezept. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. Wenn ja, dann gebt uns einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal für weitere Videos. Hier wird es noch ganz viele tolle Grundrezepte geben. Wir haben einiges in Planung. Den Kanal könnt ihr wie immer hier abonnieren. Die Playlist mit den ganzen anderen Torten verlinke ich euch hier und ein ganz spezielles Video für euch persönlich bekommt ihr hier verlinkt und bis zum nächsten Mal sage ich euch Tschüss!